Kuckuck und herzlich willkommen. Wir wollen Risen 3 zocken, zusammen mit dem Askeroth. Der ist noch da. Ich bin noch da. Oh, und auch er ist ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ja so Sachen angeleiert in der letzten Folge. Oh. Gut. Geht's. Als spannend, aller. Ja. So, wir reden erstmal noch mit der Spinnenkönigin hier, mit der hässlichen. Ja, mit der Spinnenmutter. Was sollte der Mist? Was ist da schiefgelaufen? Ich habe getan, was du von mir verlangt hast. So. Ach ja? Ich dachte, du schirmst deine Höhle gegen Angriffe von außen ab? Du hast deinen Feind über meinen Schild gelassen, kleiner Mönch. Deine Zauberer führten deinen Zauber aus, der Nekrolot herbeirief. Gegen etwas, was von innen kommt, ist mein Schild machtlos. Das ist großer Mist. Ja, aber es ist dein Problem. Mach es nicht zu meinem. Das war mal klar, dass wieder 1000 Ausreden kommen. So, speichern nochmal. So, jetzt gehen wir. Jetzt wollen wir hier Voodoo-Schamane werden. Wurde uns nämlich gesagt. So, wo ist jetzt das Voodoo-Nest? Hier oben. Ja. Das ist, glaube ich, auch die letzte Stufe, die wir hier erreichen können. Ich glaube, das letzte Kapitel auch, oder? Oder vorletztes? Es ist das letzte Kapitel, es gibt noch 4. Ja. Ja, wir bewegen uns hier langsam aber sicher auf das Ende zu. So. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir nach Taranis. Ja, wie gesagt, hier hat der Askeroth ja auch schon gesagt und wir haben es ja auch gesehen, Quest abgebrochen hier mit dem Horas. So. Das lassen wir jetzt so stehen. Rollenspiel, wenn wir das vergeigt haben, haben wir das vergeigt. Ja, ich hätte auch, ich hätte ja vorher dran denken können. Ich habe auch nicht gewusst, dass es jetzt so schnell geht alles auf einmal. Hatte ich ordentlich im Kopf gehabt irgendwie. Ja, ich wusste auch nicht mal, wo da genau der Knackpunkt war mit dem, Leonard. Das kann ich aber immer. Das wurde. Ach, du kannst immer noch hingehen anscheinend. Ja, aber du kriegst keine Jadesteine mehr wahrscheinlich. Ja, ist ein bisschen doof, aber naja gut. Wir machen jetzt erstmal, wir werden hier erstmal Oberpriester. Ja, komm. Sehr schön. So, hier ist ein Äffchenknochen. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Warum Äffchen? Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Jo, dankeschön. Was bringt das? Keine Ahnung. Ixil ist tot. Chi, die Krankheit aller Guchos war sein Verderben. Aha, und das wäre? In eurer Sprache nennt man es Gier. Verstehe, aber nicht jeder ist so. Chi, und doch tragt ihr sie in euch. Ja. Ob sie ausbricht, entscheidet ihr selbst. Auch wenn Ixil seinem Stamm viel Kummer bereitet hat, so ist sein Tod ein großer Verlust. Ich werde unsere Kiki bitten, dass sie seinen Übergang in die Schattenwelt vorbereitet. Geh nun, Gucho. Nein, nicht Genun. Hier, guck mal. Bin ich bereit, befördert zu werden? Chi, Hoshi der Kieler. Hirotos Pläne für dich haben sich in deinem Kopf breit gemacht, bevor ich sie dir sagen konnte. Dein Wissen und Können sind stark genug, dass du bereit bist, dich als Voodoo-Schamane bezeichnen zu dürfen. Ja. Trage dein Wissen weiterhin mit Vorsicht und nutze es gewissenhaft. Sehr cool. Wow. Krasser Mantel. Bringen wir was bei, was kann er beibringen? Schau mal, was er beibringen kann. Boah, das sieht aber edel aus. Ja, aber da fehlt noch was. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du den Sachen findest. Du kannst den neuen Hut bei der Frau kaufen. Bei der einen Schamanin, also nicht Schamanin, bei der einen Eingeborenen. Da gibt es einen neuen Hut zu kaufen. Oh. Ja, machen wir gleich. So, Astralsichten brauche ich nicht. Bring mir etwas bei. Unverwüstlich lernen. Härte 100 haben wir nicht, oder? Was bringt unverwüstlich? Warte, ich muss erst mal gucken. Härte haben wir 50. Deswegen kriegen wir immer so schnell auf die Schnauze. Aber warte mal noch mit dem Skillen. Ich würde vielleicht Magie vielleicht erst noch ein bisschen hoch, weil da kannst du Magie vielleicht noch ein bisschen was machen. Wir gucken erstmal, was wir brauchen dafür. Der konnte mir nur hier das Ding beibringen. So, Jan, wir gehen mal hier zu der Dings da. Der Mantel sieht aber cool aus. Ja.
Guck mal. Ich habe Quarze gefunden. Dann zeig mal, was du hast. Hier kommt. Danke. 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 Ich will dafür hier Jade haben. Danke. Danke. Lass uns handeln. Wir gucken gleich wegen Zaubersprüche. Gucken, ob die noch. Ja, ja. Schau, da oben ist der Hut. Da oben ist der neue Kapitänshut, ein neuer Stiefel. Ja. Ganz oben. Ja. Oh. Gucken wir über Ausrüstung. Voodoo Piratenhut. Das okay. Untere, glaube ich. Das untere. Voodoo Meister. Hut eines Voodoo Meisters. Ja, nehmen wir mit. So. Gleich die Piratenstiefel, dann. Gute Piratenstiefel. Plus 0, kugelsicher plus 0. Keine Ahnung. Glaube ich nicht, die sind glaube ich nicht besser, oder? Ja, keine Ahnung. Aber sie sehen vielleicht besser aus. So, Amulett. Silberzunge, minus 10. Was haben wir jetzt überhaupt alles? Noch eine Kette. Plus 15, Voodoo-Magie. Stammeszeichen. Silberzunge plus. Aber wir haben jetzt was für Einschüchtern Voodoo-Magie. Können wir auf das Einschüchtern und Silberzunge verzichten? Stammeszeichen. Vielleicht hast du ja auch schon so ein paar nice Sachen. Geisterauge, Voodoo. Mal gucken. Ausrüstung. Piratenhut. Ne, das hatten wir alles gerade gekauft. Gekauft. Kapitänstiefeln. Kreole, Einschüchtern, plus 5. Talisman des Jägers, Hiebwaffen. Dolche. Ohrring. Dunkelnde Kette, Silberzunge plus. Irgendwas haben wir doch, glaube ich, an. Das haben wir angelegen. Ja. So, Jade-Anhänger mit der Silberzunge, mit der Einschüchterung ist mir gerade mal gerade egal eigentlich. Ja. Was will ich mit dem Käse? Hast du mal Alchemie gemacht eigentlich? Ich glaube nicht. Metallnadel. Pistolen plus. Nebelstein. Fluchstein. Was macht man damit eigentlich? Keine Ahnung. Was? Runenmagie. Silberzunge und Einschüchterung. Rubinerung, was ist gerade. Runenmagie, das ist doch hier von Kalador, von den Dämonenjägern. Totenkopfring. Das ist aber alles, glaube ich, besser, was die da einstecken hat, oder? Ja, ich glaube schon. Also wenn du es verkaufen würdest, wird sie schon lohnen, das zu kaufen. Ich würde auf jeden Fall die Voodoo-Magie hier mitnehmen. Das klingt sehr cool, da kostet auch nicht so viel. Warte mal, was haben wir noch? Hiebwaffen? Kritischer Treffer? Nee, das klingt am lukrativsten erstmal. Nehmen wir mit. Jo. Was können wir verkaufen? Du kannst ja sogar noch mehr anziehen, gell? Das ist ja nur das Amulett. Du kannst ja Amulett und Ring, glaube ich, anziehen, oder? Naja, aber warte mal, Ring des Tieres. Hiebwaffen plus 10. Bis der Spinnendolche, da brauche ich nicht. Seelenring. Alchemie, Voodoo-Magie plus 5. Kostet 475 Kröten. Na, ist schon ein stolzer Preis. So, minus 5. Silberzunge, Spinnenamulett. Einschüchtern plus 5, Alchemie, Astralsicht, brauche ich auch nicht. Noch eine Kette. Haben wir doch gerade eine gekauft, können wir zwei kaufen? Ach nee, warte mal, es gibt ein Ohrring und es gibt ein Amulett. Ah, okay, also bei den Ohrringen könnte es vielleicht noch was geben. 1900. Dolche, Taschendiebstahl plus 5, nee. Für so einen Scheiß auch noch. Ey, vielleicht kannst du auch einen Ring dir machen. Du hast ja auch Rezepte für Ringe und sowas. Vielleicht kannst du selber einen erstellen. So, warte mal. Wir gucken erstmal hier, Schattenwaffe. Brauchen wir das Ding? Nö. Hier, nimm. Barukus Kristallbeutel. Nee, Lumbrock. Golderz, Pokal. Silberbecher. Ja, Schatulle. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock jetzt großartig hier ewig zu handeln. Wir lassen das jetzt erstmal. So, wir wollen ja vorwärts kommen. Na, du hast ja noch gut Geld. Zaubersprüche. Blutrausch. Blutrausch habe ich schon. Oh, Schwarm. Lern den Schwarm. Aber geil, Flor. Antistibes Schwarm klingt. Nehmen wir. Zeige mir, wie ich Insekten beschwören kann. Viel Kraft liegt in der Umgebung. Viele kleine Dinge können zerstörerischer sein als ein großes. Dieses Voodoo versetzt dich in die Lage, die kleinsten Lebewesen aus deiner Umgebung für dich kämpfen zu lassen. Konzentriere dich auf deine Umgebung und rufe sie herbei, all die kleinen Wesen. Dann befiehl ihnen, sich auf dein Ziel zu stürzen.
Klingt nice. Jo, jo, auf jeden Fall. Zaubersprüche lernen. Was kannst du, kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. So, Medikus. Solange ich noch blute, dann lebe ich. Nee, warte mal. Voodoo-Magie steigern. Ah, der Ding, der ist auch cool. Der steigt, dann steigt Voodoo-Magie, der Lebensenergie. Besser beherrschen. Chi, du hast es verstanden. Ja. Voodoo-Magie meistern. Was war das jetzt? Was hast du gesagt? Ein Medikus, da hast du mehr Lebensenergie. Das ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Chi, du hast es verstanden. Ja, was ich nicht so alles... Und Meistermagier, da kannst du schneller zaubern. Oder nee, war das Meistermagier? Ich bin mir ganz sicher. Da kannst du halt 10% Ich möchte meine Zauber schneller wieder einsetzen können. Du bist besser geworden. Ja, Meistermagier meistern. Geist 60. Naja. Wir haben gleich kein Gold mehr. Oder den Kampfmagier. Den Kampfmagier würde ich dir empfehlen sonst noch. Dafür bin ich nicht gut genug. Ach nee, dafür braucht man Nahkampf 50. Und was ist Fokus? Die Welt der Toten und Geister ist... Ah, nee, das ist ein Schmarrn, das brauchst du nicht. Talismane herstellen, ja, oder? 50 Nahkampf, Magie 70. 50 Nahkampf, wir haben 35. Das Problem ist, so die richtige Nahkampf-Dinger habe ich ja eigentlich gar nicht in der Form. Das sind ja alles bloß diese... Dann kann es sein, dass aber Magie würde ich vielleicht noch ein bisschen steigern. Jo, machen wir mal auf 70 das Ding hier. Ja. Boah. Wie viel brauche ich fürs nächste? 12.000 kriegen wir zusammen. Jo, Geist, lassen wir es. Wir lassen es erstmal dabei. Wir würden erst noch mal ein bisschen wieder hier. Ein bisschen auf den. Ja, und den neuen. Du kannst den neuen Hut noch aufsetzen. Und den neue Amulett. Körper, nee. Voodoo Meisterkluft. Ja. Kopf, genau. Warte, also 3 Spiel. Hä? Ach nö, der Handel ist glaube ich nicht akzeptiert worden. Also so ein Scheißdreck, ehrlich. Lass uns. Das war jetzt der hier, Voodoo Meister. Die guten Stiefel und das Amulett hast du glaube ich gekauft. Hier, das war die Kette mit den 15. Ja, die Kette, genau. Genau, die hast du gekauft. So, jetzt muss ich wieder den ganzen Scheiß verklingeln hier. Handel akzeptieren, so machen wir das erstmal. Lass uns. Verkaufen. Warte mal, Ausrüstung. Wir gehen mal hier aus Stoßklinge. 25. Brauche ich nicht. Rechtsschwert. Brauche ich nicht. Geisterklinge. Zepter der Ahnen. Können wir alles verkaufen. Zepter der Ahnen. Hier weg mit dem Scheiß. Schiffsflinte. Das Ding verkaufen wir. Jalone Armbrust. Knarre. Was? Ich wollte nicht drauf drücken. Scheiße. Egal. Jetzt ist sie weg. So, kaufst du doch zurück, du kannst sie zurückkaufen, glaube ich. Ah, Wurfmesser brauche ich nicht. Hab ich nie gebraucht. Wäre deutlich. Weg damit. Kapitänshut. Alter Dreispitz. Ja. Oh, Hut eines. Nee. Sims Weste. Piratenkluft. Kreole. Haben wir noch Plunder, was wir verkaufen können? Ganz Muschel mache ich jetzt nicht auf, das dauert zu lange. So. Goldene Schale hier. Goldener Pokal. Goldenes Zepter. Königsmaske. Haben wir schon wieder fast 3000 Gold. Riestermaske, ja. Komm hier. Goldene Schale. Krone eines längst vergessenen Herrschers, ja, ja. Saphir Smaragd. Ja, passt. So. Ja, alle Steine. Okay. Nee, nix, alles gut. Kopf. Ja. Boah. Und die Schuhe kannst du auch noch anziehen. Oh, Füße. Gute Piratenstiefel. Und Hose gibt's gar nicht, oder was? Hat sie, glaube ich, nicht gehabt. Und du kannst übrigens den Zauber, den Lass neuen, kannst handeln. Du, glaube ich, wie eine Waffe tragen. Wenn es so ein Zauber ist wie bei den Dämonenjägern oder bei den Magiern. Mal. Piratenstiefel, der hat keine Hose. Wir müssen ohne Hose gehen. Naja, so. Dann eben so. Wir machen mal so Inventar. Rechte Hand. Wäre Schwarm, genau. Da ist er. Sehr cool. Also machen wir mal auf die 2 hier. Die 2 habe ich ja so selten benutzt. So. Na, mal schauen, wie der so ist. Ja, das müssen wir. Jetzt macht der Zauber ja noch mehr Schaden auch. Genau, das müssen wir irgendwo ausprobieren.
Kann man sonst bei den Eingeborenen noch irgendwo hingehen? Bringt noch irgendwer was bei oder so? Was macht der da? Ah ja. Das ist wirklich wie bei den Magiern oder bei den Dämonjägern. Jo. Ein Jadestein erhalten. Jawohl. Hat sich ja gelohnt. So. Sehr schön. Oh. So. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir fix noch hier hin. Das Ding hier abholen. Naja, stimmt. Oh. Das sieht aber richtig cool aus mit der neuen Rüstung. Jo. Gucken wir mal richtig an hier. Wir können aber nicht nehmen. Doch, können wir. Das hat was auf jeden Fall. Ja. Und vor allem, wir haben jetzt auch. Du hast jetzt auch mehr Lebensenergie. Das heißt, du müsstest auch mehr aushalten können. Jo. So. Ich weiß, ich hatte damals, glaube ich, mit Zaubertränken auch ziemlich viel meine Attribute noch gesteigert. Da gibt es ja auch so diese permanenten Tränke, wie bei alten Gothic-Spielen. Da habe ich noch ordentlich was rausgehauen damals. Ja, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Was geht jetzt eigentlich schneller? Papageienflug? Das wird nichts. Nie. Wir machen mal hier, das Ding machen wir weg. Geht das schneller als das Schwimmen? Ja, so auf jeden Fall nicht. Nee, da fliegt er mir nach unten. Du musst, glaube ich, nach oben fliegen dann. Ja, und dann geht er so schnell weg. Genau. Also aber eigentlich schade. Das haben sie Wetten nur deswegen nicht gemacht, weil sie nicht wollen, dass man da auf diese unsichtbaren Wände da trifft oder so. Weil das wäre eigentlich richtig cool, wenn man sie über die Ding fliegen könnte. Das habe ich bei Odyssey habe ich das gerne gemacht mit der Blutfliege. Ganz elendig zu schwimmen, da gab es ja viel, gab es so eine Insel, wo du viel schwimmen musstest. Das habe ich gemacht, Blutfliege verwandelt. Ja, und dann klar. Übers Wasser gerast. Klar. Gothic 1 habe ich auch öfter, Gothic 2 auch, habe ich auch immer wieder mal Verwandlung genommen. Was praktisch ist. Da wenn man ganz oben irgendwo runter muss. Blutfliege und fertig. Genau. Absolut. Jetzt ist mir aufgefallen, ist bei den Videos, wo ich dann in Taranis eigentlich so von der Insel mag ich Taranis, glaube ich, am meisten von den Inseln. Eigentlich so von der Stimmung her. Aber was komisch ist, da sind ja Tannen und alles. Wieso sind dann am Strand aber Palmen? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Also ich meine, in Kanada ist ja wenigstens so, da hast du halt nur normale Bäume, also normale Bäume, aber halt so Nadelbäume oder sowas. Aber auf Taranis hast du auf einmal Palmen. Passt doch eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Aber ist trotzdem, die Insel ist interessant an sich. Ich denke da manchmal gar nicht mehr drüber nach. So. Ja, jetzt, guck mal hier. Faruko schickt mich. Ich soll dich nach Bergkristall fragen. Bergkristalle? Faruko? Ja klar, warte mal. Hier hast du alle 5 Bergkristalle, die ich finden konnte. Ich fand sie in einer dunklen Höhle tief im Berg hier auf Kila. Sie lagen in der Nähe einer kleinen Wasserquelle. Sehr gut, danke. Jo. Nee, der alte Scheiß. Jo. Jetzt gehen wir zurück aufs Schiff. Dann gehen wir auf nach Taranis. Wird es, sag ich mal, wieder Zeit, deine Crew zu verprügeln? In See stechen. So, wo ist Taranis? Ja, ansonsten gab es ja nichts zu tun, oder? Nö. Ja, höchstens hinten mit dem Schatz vom Stahlbord. Aber ich will jetzt erstmal das hier mit dem Dings machen. Bei den Magiern. Ja. Wir haben schon jetzt fast 20 Minuten wieder auf dem Taro. Aber das schaffen wir noch. Das machen wir noch. Ja. So. Jetzt können die Zuschauer können sich schon mal freuen. Das wird. Hey. Das wird spannend. Mitkommen. Komm mit. Gut. Oder vor allem hier, Kaffee, du hast ja, der Kaffee hat der Hülsen noch nicht gesehen vorher, gell? Kaffee kann sich jetzt freuen. Kaffee, Grüße gehen raus. Ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal, nee, aber wir machen das nicht im Dunkeln. Patty, komm, wir gehen schlafen. Ich will nicht zu laut sagen, sonst wird das wieder,
Geht das in die falsche Richtung? Ich traue dem alten Helden immer noch hinterher. Ja. Fällt dir dein Ehemann, juckt uns nicht mehr. Ja. Wir gehen jetzt zu den Magiern. Fühlt sich auch nicht an wie das. Na egal, haben wir ja schon oft drüber geredet. Ja. An sich, das Spiel ist nicht mal. Ich muss sagen, Risen 3, es hat auch schöne Seiten. Also, jetzt gerade hier auf Taranis, die Quests für den Gnomen und so, alles Spaß gemacht. Auch die Minen unten drin. Egal, ob andere Arme. Wichtig ist, dass Tag hier reich. Aber das Gesamtbild stimmt halt einfach nicht. Also für mich. Für mich halt. Das ist irgendwie zu sehr zusammengestückelt irgendwie. Ja. So, wir reden mal mit dem hier. So. Um den Schattenlord im Westen braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Warum das? Ist er wieder abgezogen? Nein, er ist erledigt. Warst du das etwa? Ich hatte damit zu tun. Du beeindruckst mich. Ein Problem weniger auf einer leider noch viel zu langen Liste. Wie auch immer, reife Leistung. Hier, Dankeschön. Wer unserer Sache dient, soll auch nicht leer ausgehen. Ja, das ist nett. So, hier. Es gibt einen Verräter unter den Wächtern. Blödsinn. Verräter? Was redest du da? Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Horas, einer deiner Kadetten, den Reaktor sabotieren will. Horas? Den habe ich doch noch vor einigen Minuten... Ja, richtig. Er ist den Nordweg runter zur unteren Reaktorplattform. Danke, das wollte ich wissen. Ja, dann ab geht's. Ja. Ich hoffe, ich krieg das noch zusammen, wie das war. Der Askorot kann mir helfen dabei. Ah, ich, ja. Wir spoilern mal noch nichts, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Jetzt geht's erstmal runter, was der Typ da überhaupt treibt. Genau. Der Horas. So. Kommst zu spät! Sonne hat begonnen. Schluss damit! Du wirst mich nicht aufhalten! Nekrolog hat mir die Macht! Die Macht der Titanenlords! Geht's. Nutze die fünf Fesseln, um den. Ich glaube, du musst die auf den draufschmeißen. Kannst du die werfen oder so? An deine Hände dran, glaube ich. Richtig dran machen. Wenn er die Hände hochhebt, irgendwie so. Ja, genau. Ich glaube rechts. Ja, ja, egal. Ich hab keinen Fusel mehr. Ups. Ich glaube, wenn er die Hand so hoch wird, wenn der. Ja, genau. Hat er den jetzt? Einen hat er, hab ich, oder? Beim Hals. Ein Stück doch mit dir. Nee, der liegt da hinten. Ja, ja. Ich bin auch gerade. Ey, ätzend, ey. Ja. Aber irgendwie muss er doch die Hände länger hoch machen. Jetzt. Ach. Länger ausweichen. Wenn er die Hand so hoch macht jetzt. Ja.
wollte zuerst mal einen Hals. Nee, Hals bringt nichts. Du musst schon auf die Hand, glaube ich. Ah, einen habe ich. Warte mal, wir müssen erstmal hier Benutzbares. Wir müssen mal einen neuen Fusel hier zurechtlegen. Krog 23. Blut 62. Ach nee, wir haben. Achso, hier. So. Wo ist denn noch einer? Hier. Ne, rechts, glaube ich. Rechts, rechts, rechts. Wir haben doch einen. Rechts hat er doch. Achso. Ja, du musst, glaube ich, vier Hände oder drei oder ja, wie viele. Der andere Seite. Ja, das Ding erstmal zu treffen ist ein bisschen. Naja, klar, verstehe ich. Schreiten unser Zenit jetzt auf jeden Fall in der Folge, das ist schon mal klar. Perfekt. Das habe ich damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, nie begriffen, aber sehr. Ich auch nicht. Das die Frage ist jetzt, welches als nächstes? Ich glaube, ein Hals, oder? Ja, der leuchtet dann. Also wir sehen ja, was das gleich ist. Irgendwie leuchtet es auf. Irgendwo, wo lag der noch einmal? Ja. Gucken wir mal zu dem Typen hin, was der gleich macht. War das hier im Bauch auf? Aber warte mal kurz noch. Der wird gleich das Leuchten, wo wir hin können. Ah ne, am Fuß. Guck mal am Fuß da unten, siehst du das? Nimm. Ja. Warte mal. Jetzt. Man muss, glaube ich, warten, bis es eine bestimmte Aktion macht. Dann kann man werfen. Ja. Dann lass mal neue Fessel holen. Oh. Okay. Jetzt leuchtet es. Siehst du es? Jetzt leuchtet es. Da kann man werfen dann. Warte erstmal, bis er die Aktion macht. Du musst warten, bis es dann so leuchtet, so komisch. Nimm doch mal den Scheiß. Jetzt. Ja. Achso, da unten die. Okay. Ja. Oh. Warte jetzt noch nicht. Jetzt. Oder? Echt? Ich dachte, du hast ihn getroffen, oder? Ja, du hast ihn getroffen, schau. Bitte? Ey, ja, warte, ja. Achso, nimm doch mal den Scheiß hier. Irgendwo liegt noch einer, da liegt noch einer. Jetzt kannst du andere Seite. Ab. Ah, perfekt. So. Du darfst mal dort weglaufen. Was müssen wir dann machen? Einfach mal abschießen, oder? Ich glaube, es fehlt nur noch eine Fessel, oder? Ja, liegt hier drüben oben. Ah, ne, zwei Fesseln liegen sogar noch. Oder? Sieben Seine, oder? Ah ne, warte mal, da fehlt noch ein Fuß fehlt noch. Jetzt kommt er. Da, perfekt. Oh, hier hinten liegt er. Oh nö.
nicht so ernst. Ich stand gerade da. Müssen wir erstmal weglaufen, damit wir hier noch ein Feuer haben. Boah, weiter weg da. Wenn es da steht, ist weggedreht. Ja, ist scheiße. Dass es wirklich an solche beschissenen Stellen fallen kann, das ist doof. Ja, du sagst es. Kann doch nicht sein. Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, aber. Ich baller jedes Mal hier die Taste, dass er das Ding nimmt. Ja, ich verstehe schon. Aber ohne die kann ich den nicht besiegen, oder? Vielleicht mal von der Seite, probier vielleicht von der Seite mal. Ja, das Problem ist, der ist zu schnell wieder da. Ja. Ich hab keinen Bock, den nochmal zu machen. Nee, verstehe schon. Probier doch mal von der Seite anzukommen. Also hin raus und dann so von der Seite zur Fessel zu kommen vielleicht. Und dann seitlich zu schnappen. Ah, jetzt ab. Jetzt mal gucken, wenn wir werfen müssen, wenn du werfen musst überhaupt. Aber muss, glaube ich, leuchten. Jetzt kannst du werfen. Gigifax. Ja, aber ohne zu sterben. Speichern? Jo. Bist du jetzt zufrieden, du Held? Ja, das bin ich. Danke, Nachfrage. Dritte ist das Beste eigentlich, oder? Ich habe nur einen Grund, warum ich dich nicht töten sollte. Nur zu, ich habe nichts mehr zu verlieren. Was hat dir Nekrolot für deinen Verrat bezahlt? Bezahlt? Für kein Gold der Welt ist das zu haben, was er mir geben konnte. Er ist ein Titanenlord und er versprach mir, mich zu einem von ihnen zu machen. Und das hast du ihm geglaubt? Ich hatte es fast geschafft, da musstest du hier aufkreuzen und alles zunichte machen. Crow hatte recht. Ich hätte dich nicht unterschätzen sollen. Doch dieser Fehler wird mir nicht noch einmal unterlaufen. Crow, du kennst den Geisterkapitän? Was glaubst du, wie ich die Fährte zum Geisterritual für dich legen konnte? Crow hat mich nach Kalador gebracht, um den Ritualzauber dort zu platzieren. Seine Crew beschützte mich vor Sebastianos Häschern, bis du mich auf Takarigur gefunden hast. Wie finde ich Crow? Du brauchst ihn nicht suchen, er sucht dich. Crow weiß von deinem lächerlichen Versuch, eine Flotte gegen ihn aufzustellen. Er wartet auf dem Breitengrad der Orkankappe auf deine Ankunft. Wenn du mich fragst, hättest du keine Chance gegen ihn. Das werden wir sehen. Nein, das werden wir nicht. Dein Leben endet hier. Und das für immer. Hast du noch etwas zu sagen, bevor ich mein Schwert in deinem Körper versenke? Du bist gefeuert. Jetzt bist du... Lächerlich. Der kann sich mal so bewegen. Ach, du kannst auch schmeißen mit dem Zeug. Das ist ja cool. Schau, wenn du das Schutzschild mal probierst, dann kann er dich nicht mehr treffen. Schutzschild? Welches war denn das? Ja, ich glaube auf der 4, oder? Ist es auf der 4? Es gibt so einen Schutzschildzauber. Dann kann er dich nicht mehr treffen. Ja, genau. Jetzt lass dich mal treffen. Und, hast du Schaden genommen? Ja. Na, okay, scheiße, dann ist doch nicht so gut. Mhm. Okay. Aber tot.
Machen wir das noch zu Ende? Der Horas, ey. Aber wir haben schon 35 Minuten hier auf dem Tacho. Oh. Wird jetzt Feierabend machen wollen. Ja. So, dann machen wir auch. So. Ich war ja echt damals echt geschockt. Also nicht geschockt, nicht, aber weiß nicht warum, vielleicht da war ich nicht ganz gut aufgepasst, aber ich war echt schockiert als bei dem Fahrrad. Naja, ich war auch überrascht. Wie gesagt, ich musste damals auf jeden Fall bei dem Ding hier, ich musste erst wirklich überlegen, was muss ich hier überhaupt machen. Das ist wieder so ein Fall davon, wo diese Unwissenheit das ganze Ding in die Länge treibt und einen ausflippen lässt. Aber wenn man weiß, was man machen muss jetzt gerade eben, ist das wirklich Kikifax. Da ist das wirklich, wirklich ja. Billig. Jo. Ja. So, okay. Dann würde ich mich jetzt verabscheuen. Ich weiß nicht, ob der Asgore, also das müsste jetzt die letzte Folge mit ihm gewesen sein erstmal. Ja. Ja, genau. Aber es war eine, wir haben eigentlich die Highlights, eine der größten Highlights zusammen jetzt mitgemacht. Genau. Von daher, ja. War wir so ein Endboss. War eine super Runde, Runde mal wieder. Okay. So, Plan, wie gehen wir, machen wir als nächstes? So, wir machen als nächstes, würden wir hier das ganze Ding hier bei den Magiern oben noch klären, wegen dem, was jetzt passiert ist. Dann haben wir noch Takarigua und Antigua zu machen. Dann sollte es eigentlich schon in Richtung Endgame gehen. So. Na. So. Gut. Dann würde ich mich, ja. Haben Sie viele Folgen? Na gut, wir sind hier. Ich weiß nicht, ob wir 100 Folgen schaffen. Das glaube ich zwar nicht, aber ich glaube, bei 83 müssten wir jetzt sein. Ja. Naja, Folgen gut. 83. Also ich sag mal so, jetzt mal großzügig gesagt, 5 Folgen vielleicht noch, machst du irgendwelche Nebenquests. Und ganz ehrlich, okay, ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber das Endgame ist jetzt auch nicht so riesig. Jo. Also, naja, gut. Vielleicht machst du die 100 noch voll. Jetzt so viel verraten. Na. Okay, wir haben noch ein kleines bisschen haben wir noch. So. Ja. Gut, und dann geht's los mit Elex, wenn wir dabei fertig sind. So, gutes Stichwort. Die anderen Projekte, Gothic 1 ist wieder am Start. Und natürlich Horizon Zero Dawn, immer noch wunderschönes Spiel. Die niederländische Antwort auf Elex. So, damit. Da bedanke ich mich an den Asgore wieder. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Ich danke dir. Waren super, waren wieder schöne 3 Folgen. Oh. Genau. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sogar so sehr, dass ihr mein Abo da lasst. Jo. Dankeschön. Ciao. Und ciao.